Hundeversicherung? So was brauche ich. Für meinen tollen Wauwau da vorne. Nicht wahr, mein liebes Hündchen? Ja, es schläft ganz brav. Nein! Katztastisch, begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Mario Party Superstars. Da wären wir, dies ist Spaceland. Wow, heute sind wir im Weltall. Spaceland. Sieht das cool aus, ein neues Spielbrett für uns. Vor einiger Zeit entbrannte an diesem Ort in den Tiefen des Weltalls eine Schlacht. Ein Superstar besiegte einen bösen König und gab der Galaxie ihren Frieden zurück. Tja, doch trotz dieses Friedens droht der Galaxie erneutes Unheil. Deshalb brauchen die Bewohner dieser Galaxie mehr denn je einen Retter. Einen weiteren Superstar! Ist einer unter euch, der dazu das Zeug hat? Ja, wir alle, oder? Ich sehe schon, ihr seid alle bereit, euer Bestes zu geben. Prima! Ich muss mich hier direkt um etwas kümmern. Naja, wir sehen uns später. Also, tschüss! Ab jetzt übernimmt Toady! Hallo, Toad! Alles klar! Dann leite ich euch ab jetzt wohl an. Spielt ihr zum ersten Mal auf diesem Brett? Tatsächlich schon. Prima, dann erkläre ich mal alles Wissenswerte. Oh oh. Die angezeigte Zahl reduziert sich, wenn jemand passiert. Worum geht es da wohl? Ich will's gar nicht wissen. Sieht nicht gut aus. Über dem Brett schwebt ein Satellit mit dem Aussehen von Bowser. Vorsicht! Was ist das, die Polizei? Anscheinend schon. Die Sniffit-Patrouille hat zwei Wachen. Ob sie Verbrecher bekämpft? Keine Ahnung. Hier passiert ständig Überraschendes. Also immer schön auf der Hut sein. Zuerst würfeln wir um die Zugreihenfolge. Okay, komm, bitte. Nein, schon wieder der dritte. Den ersten Zug hat Yoshi, den zweiten Zug hat Birdo, den dritten Zug hat Luigi und den vierten Zug hat Mario. Die Zugreihenfolge steht. Dann bekommt ihr für den Anfang ein paar Münzen. Yay, dankeschön. Soweit, so gut. Und wo ist der erste Stern? Wenn ich das wüsste. Toadette, da hinten ist sie. Hallo? Hier ist der Stern. Auf dem Weg hierher solltet ihr unbedingt Münzen sammeln. Ich erwarte euch. Eieiei, die ist aber weit weg. Müssen wir erstmal über das halbe Brett laufen. Jetzt ist alles bereit. Dann legen wir los. Also Leute, gebt euer Bestes. Viel Glück und viel Spaß. Dankeschön, Toady. Werden wir haben. Ja, ich spiele heute mal mit Luigi. In diesem und im kommenden Video, denn ihr wisst ja, wir teilen ein Brett immer in so circa zwei Videos auf, je nachdem wie lange ein Brett geht. Aber in den ersten zwei Folgen haben sich grob 25 Minuten ergeben pro Folge und so ähnlich wird das hier bestimmt auch laufen, schätze ich. Also ich werde das Brett komplett spielen und dann aber im Video für euch teilen. So, wow, ein Pechwürfel, okay. Ja, Birdo, du fängst schon mal mit einem Pechwürfel an. Ist es gut oder schlecht? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Egal, jetzt bin ich dran. Eine 7. So. Und ja, ein blaues Feld. Ja, am Anfang kann man jetzt nicht viel verkehrt machen. Da muss man sich erstmal einwürfeln. Erst später kommen dann die Spannung auf, wenn wir ein paar Minispiele gespielt haben und irgendwelche Charaktere unfair spielen. Meistens sind das natürlich die Gegner. Ich spiele nie unfair. Nee. Okay, Minispiel-Action. Alle gegeneinander. Vier Spieler-Minispiel. Was spielen wir als erstes? Feuerseil. Cool. Aus Mario Party 2. Das kenne ich sogar noch. Man muss einfach nur springen und über das Seil hüpfen. Mehr aber auch nicht. Kann aber knifflig werden, da das Seil immer schneller wird. Okay. Auf dem ersten Spielbrett war ich noch Mario, heute spiele ich ja als Luigi. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wer euer Favorit ist. Auf wen tippt ihr? Wer wird dieses Mal gewinnen? Die Auflösung gibt es ja dann auch erst im nächsten Video. Aber ich bin mal gespannt, was ihr so tippt und wer von euch recht behalten wird. Wird es
Birdo sein, Mario, Luigi oder Yoshi? Yoshi ist schon mal weg. Der hat keinen so grandiosen Start hier gehabt und... Sehr gut. Oh, Luigi, ich bin stolz auf dich. Luigi, der alte Geisterjäger. Auf den kann man immer bauen, auf den kann man immer hoffen. So, Mario rutscht nach oben, zumindest stückweise, und ist somit mit Yoshi auf Platz 2. Und Yoshi ist direkt dran. Mal sehen, was er so machen wird. Tada, eine 4. Was ist das denn hier? Willkommen in der Koopa Bank. Ich muss dich bitten, 3 Münzen einzuzahlen. Warum das denn? Danke. Die Anzeige gibt Auskunft über insgesamt eingezahlte Münzen. Wer auf diesem Feld landet, erhält alle eingezahlten Münzen. Oh, wie cool. Das ist wie so eine Art Bank. Wenn ich auf der Bank lande, also auf dem Feld, dann kriege ich die Münzen, die bereits eingezahlt worden sind. Im Moment sind es allerdings nur 3 Münzen. Nicht unbedingt viel. Also jetzt lohnt es sich noch nicht. Das ist genauso wie, wenn ich auf einem blauen Feld lande. Und ich lande direkt auf der Bank. Glückwunsch. Wobei, es sind ja nur 3 Münzen. Na, besser als nichts. Sieh mal an. Du erhältst alle in die Koopa Bank eingezahlten Münzen. Ja, ich wollte schon sagen, mehr ist da nicht drin. Hier, bitteschön, Konfetti. Ja, ja, viel Spaß. Oh Mann, das sind so Kleinigkeiten, die das Spiel so herzlich machen. Dass der Koopa selbst sagt, naja, viel ist das jetzt nicht. Nächstes Minispiel. Was spielen wir? Wieder alle gegeneinander. Okay, 4 Spieler Minispiel und es wird Fallball werden. Nein, schlafen und schleichen. Oh, das ist cool. Das ist cool. Das mochte ich schon in Mario Party 2. Da war die Grafik super lustig auch. Gerade in dem Minispiel. Da haben nur so kleine Köpfe rausgeguckt. Ähnlich wie hier, aber alles so polygonhaft. Okay. Einfach nur stehen bleiben, wenn er wach wird. So. Okay, und stehen bleiben. Luigi! Was machst du? Jetzt habe ich direkt verloren. Och, Menno. Oh, Achtung, Achtung. Oh, Birdo hat's auch erwischt. Achtung, der Kettenhund ist gefährlich. Ah, man muss wieder zurück, um aus dem Haus zu kommen. Oh, Mario hat's erwischt. Wie denn das? Der war doch rechtzeitig im Fass, oder? Jetzt, Yoshi, komm, zieh durch. Zieh durch, Yoshi, du schaffst das. Niemand hat gewonnen. Ende. Remis. Gleichstand oder ja, niemand hat gewonnen. Niemand hat es geschafft. Das heißt, niemand kriegt ein Preisgeld. Es bleibt also bei der Platzierung. Runde 3. Ich liebe Mario Party, es ist zu lustig, was hier immer passieren kann. Oh, wie süß, eine 1. Hä? Warum läuft denn der runter? Muss man nicht nach oben, um zum Stern zu kommen? Okay, Yoshi wird schon irgendeine Strategie fahren. Welche das ist, keine Ahnung. Aber mir soll es recht sein. So, jetzt eine 6. Und natürlich muss auch Birdo 3 Münzen einzahlen in unser Sparkonto. Ja, ich meine, von diesem Level kann man sich wirklich einiges abgucken. Denn was bedeutet das? Man sollte stets etwas Geld zur Seite legen. Falls ihr also Taschengeld bekommt, völlig egal wie viel, solltet ihr versuchen, stets ein bisschen was zur Seite zu legen. Wenn ihr das Monat für Monat macht, oder wenn ihr mal was bekommt zum Geburtstag, zu Weihnachten, Ostern, wann auch immer, dann legt das zur Seite und nach werdet ihr über Monate hinweg sehen, wie viel ihr schon sparen konntet. Ja, ihr müsst nicht alles sparen, ihr könnt, aber jedes bisschen zählt. Okay, und was kriege ich? Ja, Doppelwürfel, das ist cool. Das wird mir super weiterhelfen auf meinem Abenteuer hier in Spaceland. Jetzt ist Mario an der Reihe. Und ich möchte mich übrigens aus dem letzten Video noch korrigieren. Ich glaube, ich sagte, es gibt nur Bretter von Mario Party 1. Aber es gibt Mario Party 1, 2 und 3 Bretter. 5 Stück insgesamt. Ereignisfeld. Oh, 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 Rüpelraumschiff. Wow. Was war das denn? Der arme Mario, der muss jetzt ganz hinten anfangen. Edgy Badge Mario, selbst schuld. Was kommt jetzt? Fallball. Ah ja, das kennen wir ja schon. Das hatten wir mal. Dann muss ich springen und einen Wirbel einsetzen, um die anderen von der Plattform zu hauen.
Mal gucken, ob ich es diesmal schaffe. Beim letzten Mal ist mir das nämlich nicht gelungen. Komm, 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 komm. So, schön wirbeln. Hui! Das ist so ein lustiges Minispiel. Komm, 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 komm. Ja, 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 Mario, runterhauen. Komm, komm. Ja, Birdo ist weg. Birdo ist schon mal weg. Yoshi auch. Mario, ich hab's geschafft. Luigi, du bist der Beste. Luigi fällt nachträglich runter, nachdem er von seinem Sprungball heruntergestiegen ist. Oh Mann, das ist so gut gemacht. Das Spiel sorgt für so viele Lacher. Yoshi ist am Zug. Vor allem natürlich, wenn man das Spiel online spielt oder aber lokal. Das heißt, zum Beispiel mit der ganzen Familie im heimischen Wohnzimmer. So, Birdo ist am Zug. Mal sehen, was sie so macht. Eine 1. Oh, Bibi, nicht traurig sein. Immerhin bis jetzt in Team Rot. Oh, was? Ach so, ja, ich darf das Item sofort einsetzen, wenn ich denn möchte. Möchte ich das? Nee, möchte ich nicht. Ich setze erstmal meine Reise sofort. Nach oben oder nach rechts? Nee, ich muss schon nach oben, wenn ich zum Stern will, oder? Oh, oh, was passiert jetzt? Oh, eine 4. Ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn da 0 steht. Dann geht hier die Post ab, oder? Ein Glückswürfel. Oh, das ist aber cool. Ja, vielen Dank. Das wird mir auf jeden Fall noch weiterhelfen. Und Mario läuft jetzt an der Polizei vorbei, an der Polizeistation. Wir sind die Sniffit-Patrouille. Danke für dein Geld. Wir werden sie jagen, bis in die entferntesten Winkel des Universums. Wow! Ich glaube, die Raser rasen, sobald diese Thwomps kommen, also diese Steinblöcke, die dann durch die Gegend rasen. Vielleicht unterbinden sie das Verschieben der Charaktere. Wir werden das beobachten. Mit der Zeit werden wir herausfinden, wozu das dient. Alle gegen Birdo. Komm, was gibt's jetzt? Was gibt's jetzt? Bin gespannt. Flitzebogen. Ich freue mich wie ein Flitzebogen darüber. Ja, okay. Immer schön ausweichen und nur nicht treffen lassen. Start. Oh nee, ich bin hier. Oh, ich bin hier umzingelt. Vorsicht. Oh, der Goomba stört ein bisschen. Goomba, kannst du zur Seite gehen? Oh, ein bisschen Platz. Okay, danke, danke. Jetzt stört mich nur noch Mario. So, so, so. Komm, komm, Mario, lauf ein bisschen zur Seite. Achtung, nein! Egal, wir schaffen das, wir schaffen das. Birdo wird uns nicht erwischen. Ja, das schafft Birdo nicht. Wie soll sie bitte in 5 Sekunden uns beide noch erwischen? Das geht nicht. Und? Minispiel geschafft. Ist aber als Einzelspieler auch schwer. Man kann nur gewinnen, wenn sich die 3 Spieler untereinander ein bisschen blockieren. Und dafür kriegen wir jeweils 10 Münzen. Alle bis auf Birdo. Und ich bleibe aufgrund der Vielzahl an Münzen aktuell noch auf Platz 1. Yoshi ist dran. So, Yoshi, dann zeig mal, was du drauf hast, mein Freund. Eine 10! Boah! Willkommen im Itemladen. Willst du was kaufen? Was hat er sich denn gekauft für 5 Münzen? Einen Doppelwürfel. Na, wer sagt's denn? Miau, miau. Okay, der braucht keine Patrouille. Kostet ja auch immer 5 Münzen, die anzurufen. Für uns geht es jetzt aber anders weiter. Birdo ist dran. Komm, Birdo, zeig mal so. Die würfelt auch eine 10. Was ist denn hier los? Also ist heute. Kann man sich heute was wünschen? Ist das ein Wunschkonzert? Und sogar noch auf dem Glücksfeld. Na, die hat aber einen Glückspilz zum Frühstück gehabt. Na, schönen Dank auch. Aber sie hat schon wieder einen Pechwürfel bekommen. Jetzt hat sie sogar schon 2. Und ich bin kurz vor dem Stern. Ich muss mindestens eine 3 würfeln. Wow. Bin ich miserabel. Kurz vor Toadette. Kurz vor Toadette. Ich hätte fast den Stern bekommen. Und dann schaffe ich es nicht. Und dann schaffe ich es nicht zu ihr. Und er kriegt die 6 Münzen von der Bank. Hey, klasse Mario. Jetzt kriegst du Münzen. Jetzt kriegst du Münzen. Bitteschön. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gratuliere. Bonus-Minispiel. Jetzt werden die Münzen mal 2 genommen. Man kann also bis zu 20 Münzen verdienen. Außer wir spielen Schirmherrschaft. Nee, Kanoneninsel. Oh ja, das war cool. Da bin ich gut drin. Da bin ich sehr, sehr gut in dem Spiel. Man kann sogar die anderen Gegner ein bisschen ärgern, indem man auf ihre Köpfe springt. Das muss ich gleich mal ausprobieren. Oh, man rutscht aber ein bisschen. Vorsicht. Nicht runterfallen.
Ja, Birdo ist schon mal baden gegangen. Ha, 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 ha. Gleich seid ihr auch weg. Sehr gut. Noch ein kleines bisschen. So. Wow, was ist denn hier los? Wie konnte das passieren? Ja, und... Ja, natürlich. Und Mario gewinnt, indem er nichts tut und einfach nur verwirrt ist. Mario ist so ein Schummler. Der alte Gauner. Nein, ich gönn's ihm. Mario ist auf Platz 1. Mario hat mich überholt. Der alte Schummler. Ich gönn ihm gar nichts mehr. Nein, alles gut. Es stehen nur noch 5 Runden aus. Sehen wir uns die derzeitigen Platzierungen an. Ja, lieben gern. Mario liegt in Führung. Auf dem 2. Platz folgt Luigi. Auf dem 3. Platz steht momentan Yoshi. Und auf dem 4. Platz steht Birdo. Ein wirklich heißer Kampf. Da bleibt es spannend bis zum Ende. Aber wer wird gewinnen? Holen wir doch mal einen Expertentipp ein. Na, was hättet ihr getippt, wer die Vorhersage treffen soll? Ein Sniffit bestimmt, oder? Ja, natürlich. Birdo gewinnt ständig die Minispiele. Das reicht bestimmt zum Sieg. Zeit für deinen Auftritt, Birdo. Birdo ist als Sieger vorhergesagt und erhält als Bonus eine Raubtruhe. Oh nee, so ein fieses Item. Ja, sie hat genug Pechwürfel. Sie hatte 3 Stück. Wir befinden uns auf der Zielgeraden. Ab jetzt gilt Folgendes. Auf blauen Feldern erhaltet ihr nun 6 Münzen, doppelt so viele wie zuvor. Dafür verliert ihr auf roten Feldern jetzt 6 Münzen. Versucht sie zu vermeiden. Mit dem Finger. Noch was, bei Cooper-Bank-Einzahlungen sind jetzt 5 Münzen fällig. Wenn 2 oder mehr Spieler auf demselben Feld landen, beginnt ein Duell. Das Spiel ist noch nicht entschieden, also kämpft weiter. Okay. Yoshi ist dran. Oh, Yoshi kommt jetzt aber auch zum Stern, oder? So, mal sehen, was er macht. Natürlich holt er den Doppelwürfel raus und kriegt eine 11. Interessant. So, oh, da oben ist ja auch noch eine Bank. Das habe ich gar nicht gesehen. Jetzt brauche ich 5 Münzen von dir, Yoshi. Wow. Kann man dann entweder oben oder unten das Geld bekommen oder gibt es unterschiedliche Einzahlungen? Ah, Mensch. Teppichtörtchen, Yoshi kriegt den ersten Stern. Und damit lande ich auf Platz 3, wenn er diesen jetzt bekommen hat. Oh Mann. Sterne halten. Ja, Yoshi, gratuliere. Ich bin auf dem 3. Platz, ich muss echt Gas geben. Nein, Toadette, geh nicht. Ich stand doch direkt vor Toadette. Ich hätte vorhin den Doppelwürfel einsetzen sollen. Wobei, ist gar nicht so wild. Toadette ist gar nicht so weit weg. Also wir können sie trotzdem relativ fix erreichen. Okay, jetzt ist sie da oben. Okay, danach setze ich den Doppelwürfel ein und sorge dafür, dass ich mir den Stern kralle. So, was macht Toadette? Was macht Birdo? Nein, 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 bitte. Nein, nein, Birdo, Birdo, hast du nicht gemacht. Birdo! Ich war doch kurz vor dem Stern. Birdo, du hast uns... Was machst du? Birdo hat geschummelt. Komme ich jetzt mit dem Doppelwürfel überhaupt so weit? Ich muss eine 18 mindestens würfeln. Ja, schaffe ich jetzt nicht mehr. 10. Außer ich habe Glück und Yoshi würfelt nichts Hohes. Komm, ich zahle mal ein für die Sniffit-Patrouille. Vielleicht hilft sie uns beim nächsten Mal. Oh Mann! Alles wegen Birdo. Birdo hat das Spiel gerade extrem ins Schlechte gedreht. Das ist zu meinem Nachteil. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin traurig. Ich bin traurig und gleichzeitig finde ich es lustig. Okay, Mario ist dran. Mario, was machst du eigentlich da unten? Komm mal zu uns nach oben. Oben geht die Party. Oben geht die Luzi, mein Freund. Na gut, Minispiel. Zeit für ein Minispiel. Was spielen wir denn? Alle gegeneinander. In Ordnung. Wir spielen Regentanz. Was müssen wir machen? Oh, wie cool. Wir müssen einfach nur unsere Piranha-Pflanze bewässern. Und, oh, Monty Maulwürfe sind auch da. Die werden uns ein bisschen ärgern, glaube ich. Schön unter der Regenwolke stehen.
und schön die Piranha-Pflanze begießen. So, komm, 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 komm. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Weiter, weiter, weiter. Nein, 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 warte, stopp, hier. Nein. Hier, komm, 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 komm. Hier, hier, hier. Stopp, stopp, stopp. Ja, 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 ja. Oh, überall Montys. Ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht so im Blick, wie gut die anderen gerade ihre Blume bewässert haben. Ich hoffe, das reicht aus. Ich hoffe, das reicht aus. Jetzt bin ich gespannt. Und? Welche Blume ist am größten? Bitte meine, bitte meine. Ja! Sehr gut. Ich habe es gemeistert. Aber gerade noch. Puh, gewonnen mit meiner riesigen Piranha-Pflanze. Das gibt ein paar Münzen. Aber wie wird es weitergehen? Bleibt katztastisch. Ja.